Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Vorlesung hier der Universität Salzburg zum Thema Wer kennt den Tanz? Und der Tanz ist eine Metapher für die Religion als Phänomen, das in unserer Gesellschaft, in allen Gesellschaften scheinbar auftaucht und in der Geschichte. Und das, wenn man jemanden fragt, ist das ein Tanz? Dann kann man es leicht erkennen. Jedes Kind sieht sofort, aha, hier tanzen Leute. Und trotzdem ist es sehr, sehr schwer, Tanz zu definieren. Wo ist der Unterschied zum Marsch? Wo ist der Unterschied zum Ritual? Ist der Tanz ein Ritual? Ist er es immer? Wann wird eine Bewegung, die fließend und rhythmisch ist, zu einem Tanz? Braucht es Musik? Ja oder nein? Sie sehen, der Tanz ist mehrdimensional und natürlich gilt das auch für die Religion. Ich möchte versuchen, einen Methodenansatz mit Ihnen zu teilen, der, wie ich glaube, zeigen kann, dass Religion etwas ist, was Harmonie, Ekstase, Ordnung und Sinn verbindet. Und zwar eben in dem Phänomen, das wir Religion bezeichnen. Ich glaube, der Tanz eignet sich ganz gut dazu, diese Methode durchzuspielen und auch zu zeigen, wie man religionswissenschaftlich das, was Religionen produzieren oder wodurch sie produziert werden, nämlich die kulturellen Dimensionen dessen, was Religion ist und was dann eben auch für die Religionswissenschaft erkennbar ist, gut aufzeichnen und darstellen lässt. Als nächstes einen kurzen Überblick. Nach einer kleinen Einführung darf ich ein paar Gedanken mit Ihnen teilen zum Thema der Feldflucht und Feldforschung der Religionswissenschaft. Das hat viel mit dem Tanzen zu tun. Es ist nämlich eine alte Frage in der Religionswissenschaft, wie viel Tanz man sich zutraut und ob jeder, der tanzt, auch sozusagen den Tanz beschreiben darf. Also ob die, die gläubig sind, ob die, die eine Spiritualität pflegen, auch die sein können, die diese Spiritualität untersuchen. Und welche Stellung dann der Grund, den jemand hat, um einen Tanz zu tanzen, einen religiösen, welche Stellung dieser Grund dann noch im wissenschaftlichen Tun hat. Das führt uns zu zwei weiteren Punkten, im Punkt 3, nämlich, dass eine Methode in der Religionswissenschaft immer reflektiv und plural sein muss. Das heißt, wir können nicht einfach mitmachen und die Sache liegen lassen und Feldforschung gehen, sondern es muss immer darüber nachgedacht und reflektiert werden, aber gleichzeitig genügt nie ein einziger Ansatz, um ein Phänomen zu verstehen. Wir müssen von mehreren Seiten den Tanz in die Perspektive nehmen. Und das wiederum führt zu zwei Bewegungen. Das eine ist die Immersion. Da kann es einerseits nicht weit genug gehen, denn nur wenn ich tief in eine Materie eindringe, also nicht nur Texte oder Bilder, sondern auch Orte, nicht nur Orte, sondern auch Prozesse, nicht nur Prozesse, sondern auch Communities, nicht nur Communities, sondern eben auch vielleicht Lebensstil, dann komme ich zu einem Verständnis einer bestimmten Tradition. Doch dann taucht auch irgendwann die Frage auf, bin ich noch derjenige, der beobachtet, der reflektiv an die Sache herangeht und akademisch dazu arbeitet, oder bin ich schon jemand, der sich als Gläubiger, als Praktiker bezeichnet? Wie passt das beides zusammen? Ich denke natürlich, dass es möglich ist, gleichzeitig eine Religion zu praktizieren und sie zu erforschen. Am besten aber ist der Religionswissenschaftler dran, der dann gleichzeitig noch jemanden hat, der auch die Religion erforscht aus einer zum Beispiel nicht teilhabenden Perspektive. Also jemand, der in einer Religion praktiziert, die einen Glauben an Gott voraussetzt, dann wäre es ideal, eine Kollegin zu haben, der dies tut und sagt, ich glaube selber nicht an einen Gott, aber ich schaue mir dieses Phänomen hier mal an. Das führt zu Phasen und Dimensionen, die wir finden. Diese Phasen und Dimensionen sind eigentlich nur eine Hilfe, um etwas zu verstehen, eine Art Gitternetz über die Wirklichkeit, die uns hilft, diese Komplexität von Religion in der Wirklichkeit zu erfassen. Und deswegen sind diese Phasen und Dimensionen temporär wichtig und gleichzeitig ist es wichtig, sie aber auch wieder wegzunehmen, um dann, das ist die Nummer 7, zum Tanzen und Schauen zu kommen. Und so gelange ich dann zu meinem Punkt 8, dass es in der Religion zu Harmonie, Ekstase, Ordnung und Sinn geht. Ja, wie in den letzten Vorlesungen ist auch diese immer noch online und ohne Publikum. Deswegen ist es besonders schwer, hier adäquat zu unterrichten.
man möge mir den ein oder anderen Lapsus verzeihen und ich wünsche viel Vergnügen bei und Interesse an den nächsten Gedanken. Zunächst die Frage, wer den Tanz kennt. Und die meisten würden antworten, naja, die Tänzer. Aber hier, wenn wir dieses Bild von Wilhelm Hanretz uns betrachten, dann taucht die Frage auf, vielleicht sind es auch die Zuschauer oder die Musiker, die diesen Tanz kennen. Vielleicht waren es die Tänzer vor diesen beiden hier, die getanzt haben, die den Tanz kennen. Wir wissen nicht genau, wer den Tanz am besten kennt, aber wir wissen, dass die beiden, die tanzen, auf alle Fälle eine Ahnung haben. Doch hat die Dame eine andere wie der Herr? Geht es ihnen überhaupt um den Tanz oder haben sie eine andere Agenda? Die Agenda könnte sein, sie wollen dem Zuschauer gefallen. Sie wollen besonders gut der Musik eine Art Ausdruck geben. Es könnte tatsächlich auch die Hingabe der beiden zueinander sein oder die Hingabe der beiden an die Bewegung selbst. Wir würden es herausfinden, wenn wir sie fragen, und genau das tut Religionswissenschaft. Sie fragt ins Feld hinein eine Religion, die sich darstellt, ob Gottesdienste, Riten, ob sie Gebäude baut, was auch immer Religionen tun. Wir gehen hin und stellen fest, aha, hier wird getanzt. Dass etwas, was sich in der Wirklichkeit zeigt, eine Religion ist, das hat sehr viel mit dem allgemeinen sprachlichen Gefühl zu tun. Die meisten Menschen würden nicht nachfragen, ob das Religion ist, sondern sie würden einfach darauf zugehen und sagen, ja, klar, das ist Religion. Dieser Begriff der Alltagssprache, den Michael Burgunder Religion 2 nennt, hilft uns sehr zu unterscheiden zum akademischen Ansatz, was Michael Burgunder die Religion 1 nennt. Sie finden übrigens alle Literaturweise, die gesprochen oder in den Folien zukommen, im Handout, das Sie intern dann noch zur Verfügung gestellt bekommen, zusammen mit der PowerPoint. Wer also kennt den Tanz? Warum lohnt sich ein Vergleich religionswissenschaftlicher Methodenreflexion mit der Frage, wer den Tanz kennt? Ganz einfach, weil Religion und Tanz viel gemeinsam haben. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Gegenwartsbezogenheit und um den Fokus, aber auch um den Prozess. Ein Tanz hat einen Beginn und ein Ende. Er hat eine Art Struktur für den Alltag. Wir würden normalerweise, außer bei einem Weltrekordversuch vielleicht, nicht die ganze Zeit tanzen, sondern man tanzt zu Festzeiten. Es gibt den Brautwalzer, es gibt die großen festlichen Tänze, zum Beispiel bei Operngalern und so weiter. Es gibt sehr standardisierte Tänze, die oft einen spirituellen Bezug haben. Das Theater und der Tanz sind geschichtlich sehr, sehr eng mit religiösen Vollzügen verwandt. Deswegen macht es Sinn, sich den Tanz zu Hilfe zu nehmen, um kulturwissenschaftlich an eine Methodenreflexion von Religion zu gehen. Wer also kennt den Tanz? Natürlich zeichnen sich Religionen vor allem dadurch aus, dass es, wie ich öfters schon gesagt habe, um eine Lebenswegnavigation geht. Allerdings, jemand, der einfach nur Traditionen weiterführt und spinnt, der würde in einer Religion bleiben. Zur Spiritualität, also zu einer praxisgelebten Religion, wird Religion erst, wenn aktiv navigiert wird. Ich habe dies 2019 ausgeführt in dem Buch Navigation, das ich hier gerne kurz zeigen kann. Es geht hier also um die Frage, welche Rolle hat ein bestimmter Anteil von Religion, der sichtbar ist, den wir also jetzt hier als Tanz bezeichnen, in einer Lebensphase. Warum wird getanzt? Wenn man die gesamte Lebensbiografie anschaut, sieht man, dass der Tanz verortet wird. Man wird nicht das Gleiche und immer an jeder Phase tun. Der Tanz hat einen Beginn und ein Ende. Jedes religiöse Ritual hat einen Beginn und ein Ende. Religiöse Festzeiten, das Betreten von Gebäuden. Es gibt Kalender, die Religionen Struktur geben. Und diese Strukturen sind auch für uns ganz besonders hilfreich, denn sie zeigen, dass Religion eine Navigationsmöglichkeit bereithält, die, wenn sie ausgeführt wird, zu einer spirituellen Identität führt. Ich habe Ihnen hier ein Bild gezeigt von verschiedenen Landkarten. Da hätten wir als erstes unten die primäre Sinnlandkarte, die anzeigt, welche Formen von Tradition uns unsere Großeltern, unsere Eltern, unsere Kultur bereitstellt. Wenn es kein Problem gibt, navigieren wir durch dieses Feld ohne Probleme und eigentlich auch ohne Navigation, denn wir gehen einfach den Dingen hinterher, die es gibt. Wir tanzen sozusagen die Schritte, die die Tradition für uns bereithält. Sollte es aber ein Problem mit unserem Tanz geben,
den wir als primäre Sinnkarte gelernt haben. Ein schönes Beispiel mag hier sein, dass ein geschlechterspezifischer Tanz nur in unserer primären Sinnkarte erlaubt ist und wir uns in einer anderen Dimension bewegen wollen, dann müssen wir zum Beispiel auf ein Sinnkartenangebot ausweichen, das einen solchen Tanz kennt. Der Tango mag da selbst ein gutes Beispiel sein. Er wurde ja in seiner Anfangszeit als viel zu erotisch von vielen betrachtet und hat es dann aber ganz langsam geschafft, sozusagen von einer Alternative hin zum Klassiker zu werden. Je nachdem, für welche Art von religiösem Tanz man sich im Leben entscheidet, entsteht aus den verschiedenen Alternativen und dem primären Sinnangebot eine saliente Sinnkarte, die es uns ermöglicht, durchs Leben zu navigieren. Tänze, die wir also als Religionswissenschaftler betrachten, das heißt etwas, was wir als Religion erkennen und sagen, das ist Religion, ist also immer in Biografien verortet. Einerseits die Biografien von Individuen, aber natürlich auch die Biografien von Gemeinschaften und Gesellschaften. Für uns Religionswissenschaftler ist deswegen jede Form von Beschreibung ein adäquates Herangehen an den Tanz. Wir können die Protagonisten interviewen, die Zuschauer, wir können selbst zuschauen. Wir können Kritiken lesen, wir können Historiker fragen, wir können Abhandlungen über den Tanz sehen, aber, Sie sehen es schon am Bild, dann gehen uns viele Farben verloren und mit je einer Methode heben wir bestimmte andere Phasen hervor. Das ist kein Fehler, das muss so sein und gleichzeitig müssen wir dann aber auch damit leben, dass wir durch die Redaktion oder den Fokus auf eine Methode andere Dimensionen verschenken. Das heißt, wir können mit unserer Methode unsere Perspektive, unsere Farben, unsere Dynamik des Tanzes beschreiben, aber eben nicht mehr den ganzen Tanz. Wir brauchen also Kollegen, Kolleginnen, um diesen Schritt zu gehen. Feldforschung und Feldflucht in der Religionswissenschaft. Feldforschung bedeutet, das Feld ernst zu nehmen. Es gibt in der klassischen Herangehensweise den Umgang mit Texten, es gibt den Umgang mit Geschichte. Die ersten Lehrstühle der Religionswissenschaft hießen ja vergleichende Religionsgeschichte. Dann aber langsam war die Frage da, was finde ich denn im Feld? Ganz am Anfang hat, besonders in der Religionsphänomenologie, man versucht, eine Art Essenz in diesem Feld zu finden und sie festzuhalten und zu sagen, das ist Religion oder die Essenz von Religion und es ist etwas, was wir vergleichen können. Das wäre so, wie wenn man das Wesen des Tanzes aus einem Tanz herausfiltern könnte und mit allen anderen Tänzen vergleichen. Oder das Wesen des Spiels oder das Wesen der Musik. Wenn man es versucht, merkt man, es ist ein unmögliches Unterfangen und so ist es auch der Religionswissenschaft gegangen. Sie hat das nicht geschafft und hat deswegen eigentlich einen Turn oder mehrere Turns versucht, um zur Kulturwissenschaft zu werden und zu sagen, wir müssen diese Essenz dem Theologen überlassen, also jemanden, der eine Religion von innen reflektiert. Wenn wir aber aus einer kulturellen Perspektive Religion verstehen wollen, brauchen wir gleichzeitig den Rückzug aus dem Feld und die kritische Distanz dazu. Wir sind nicht selbst als Akademiker Teil des Feldes. Das heißt nicht, dass wir im privaten Leben und in unseren eigenen Vorstellungen nicht eine religiöse Überzeugung haben könnten und die brauchen wir auch nicht hinterm Berg halten. Es ist aber besonders wichtig, sie mitzureflektieren, wenn wir zu Schlüssen kommen. Diese Geschichte, die ich angedeutet habe und diese Dimension hat dazu geführt, dass es einerseits einen Enthusiasmus fürs Feld gegeben hat, besonders für bestimmte Texte aus Indien am Anfang der Religionswissenschaft oder für den Besuch von Ritualen, für das Hineinleben in etwas, aber gleichzeitig hat es oft auch zur Feldflucht geführt, nämlich dann, wenn man die Angst hat, vom Feld verschluckt zu werden. Ich habe Ihnen hier eine Literaturnotiz von Baumann 1988 hinzugefügt. Sie finden diesen Hinweis dann eben auch in den beigelegten Literaturangaben. Wie kann der Religionsforscher hier eine Balance finden? Ich glaube, es ist das jeweilige Forschungsprojekt, das diese Balance zeigt. Und es gibt nicht wenige Forschungen, die dann geendet haben, weil der Forscher tatsächlich vom Feld verschluckt wurde und sich im Feld so wohl gefühlt hat, dass er nicht mehr raus wollte. Wie beides gehen kann, ist eine sehr persönliche Frage oft und verdient immer allen Respekt. Es ist aber besonders wichtig, hier auf eine Balance zu achten. Auch hier kann uns das Bild des Tanzes, glaube ich, gut helfen. Man kann sich vorstellen, wenn man selber tanzt,
oder wenn man in einem Tanz gefangen ist, vielleicht mit vielen Gruppen in einem Tanz webt und wobert und wabt und dann wieder rauszukommen. Vielleicht erinnern Sie sich, der Tritt vor die Tür oder in die dunkle Nacht, wenn im großen Saal noch getanzt wird. Da ist oft eine Art Spannung zwischen diesen beiden Orten. Und diese Spannung ist vielleicht die gleiche wie die zwischen dem Feld, in dem die Religion beobachtet wird, erlebt wird, mitgemacht wird, und dem Schreibtisch zu Hause, an dem wir reflektieren. Beides ist notwendig und beides braucht es in einer gesunden Balance. Ja, was bedeutet also reflektiv und plural im Methodenansatz der Religionswissenschaft? Eine mögliche Antwort ist Reflexion, immer mit Bedenken, Vorkehrungen treffen, um sie sicherzustellen. Wie beginnt aber im praktischen Wissenschaftsbetrieb plurale Reflexion? Ich glaube, sie gelingt am besten, indem man die verschiedenen Perspektiven notiert, vielleicht am Anfang eines Forschungsvorhabens, Methode 1, Ebene 2 und so weiter, und sagt, wen bräuchte ich eigentlich, um dieses Phänomen zu verstehen? Und danach dann herausfindet, welche möglich sind. Das sind nicht immer alle Dimensionen möglich. Manchmal ist das Feld so gestrickt, dass eine bestimmte Dimension so intim ist, dass ein beobachtetes Beitreten des Forschers das Feld zerstören würde, die Religion sozusagen umkrempeln würde. Besonders dann, wenn sich kleine Gruppen in einem sehr intimen Kreis treffen, kann das passieren, und dann ist es auch eine ethische Verantwortung zu entscheiden, wie weit möchte, darf ich gehen, was ist adäquat und was ist nicht adäquat. Bei der Immersion ist wichtig das absolute Einlassen aufs Feld. Williams 2011 hat hier gut beigetragen. Es gibt keine Grenze beim Feld für den Wissenschaftler, außer die, die er selber spürt, wenn er sagt, jetzt kann ich aus ethischen, aus moralischen Gründen, aus emotionalen Gründen nicht weiter reingehen. Allerdings, ich muss in gewisser Weise ehrlich bleiben. Ich kann nicht immer inkognito im Feld bleiben und so tun, als ob ich der Unbeteiligte beobachte werde. Und da kommen wir dazu, je mehr wir das Feld berühren als Wissenschaftler, desto mehr werden wir auch unseren Fingerdruck im Feld hinterlassen. Ein sehr gutes Beispiel mittlerweile ist der Islam, der so viel von der Religionswissenschaft untersucht worden ist seit 9/11, dass viele Muslime sagen, ich muss schon aufpassen, was ich sage, weil sonst ist wieder die Religionswissenschaft da und will mich untersuchen. Also diese oft flapsig gemerkte Bemerkung, gerade in kleineren Gruppen und Gemeinden, zeigt, dass sich tatsächlich eine Religion, die dann unter der Beobachtung der Wissenschaft steht, anders verhält wie vorher natürlich, und deswegen ist Religionswissenschaft nicht neutral. Tatsächlich muss man an dieser Stelle McCutcheon recht geben, der von der Produktion von Religion gesprochen hat, nicht nur von der Imagination von Religion. Mit welchen Methoden gelingt aber nun die Extraktion des Feldes? Wie kommen wir aus dem Feld wieder heraus in die Reflexion? Eine Möglichkeit, glaube ich, zeigt ganz gut dieses Bild, wenn man die Perspektive zunächst so verändert, dass sie in gewisser Weise ungewöhnlich ist und Strukturen erkennen lässt, die durchs Mittanzen normalerweise nicht erkennbar sind. Das gefällt mir ganz gut hier beim Bild von den Schäfflern. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären eine der mittanzenden oder beistehenden Figuren, sehen Sie eine völlig andere Struktur der Gruppe wie von oben. Dieses langsame Herausziehen aus dem Feld gibt es auch in der Religionswissenschaft, etwa im Schritt der Transkription von Interviews oder der Analyse bestimmter Fakten, die man aus den Feldnotizen herausnimmt. Natürlich ist es wichtig, mit den Notizen immer wieder zurück zum Feld zu gehen und raus, hin und her, etwa so wie es in der Soziologie in verschiedenen Ansätzen der Grounded Theory oft geheißen hat. Aber natürlich wird in bestimmten beschränkten Zeitrahmen, die wir ja haben zur Forschung, nur bestimmte Dinge möglich sein. Auch das Zeitfenster, das uns oft Aufenthalte in Ländern, in bestimmten Gegenden vorgeben, beschränkt und verunmöglicht und ermöglicht bestimmte Vorgehensweisen hier.
Wenn wir dann unser Datenmaterial, also unseren Tanz, den religiösen Tanz, den wir untersucht haben, analysieren, dann hoffen wir, Phasen oder Dimensionen, Strukturen zu finden. Strukturen gelingt es uns, ein Phänomen zu beschreiben. Da gibt es eigentlich nur die Beobachtung, dass manche dieser Strukturen dann hilfreich sind für den Leser, andere werden wieder fallen gelassen. Es muss uns gelingen, wie Joachim Gerz sagt, zu einer dichten Beschreibung zu kommen. Allerdings glaube ich, dass es auch noch wichtig ist, dass wir die Zuhörer unserer Beschreibung nicht vergessen. Für wen arbeitet Religionswissenschaft? Natürlich für die Gesellschaft. Wir haben einen ethischen, akademischen Auftrag, der heißt, dass wir den Tanz, der in der Gesellschaft stattfindet, so analysieren müssen, dass andere, die diesem Tanz beiwohnen, mittanzen, zuschauen, andere, die das Phänomen Religion erleben, in der Gesellschaft mehr damit anfangen können. Einige müssen ihn einordnen, müssen damit umgehen. Es mag in manchen religiösen Feldern Gefahren geben, die erkannt werden müssen. Es mag besondere Vorteile für die Gesellschaft geben. All dieses gilt es herauszuarbeiten und aufzuzeigen, damit Gesellschaft und Religion selbst in einer Harmonie kommen können, die funktioniert. In gewisser Weise ist die Religionswissenschaft nicht komplett neutral. Sie hat nicht den Auftrag, ihr Feld zu zerstören durch besondere Religionskritik, aber auch nicht das Feld so zu fördern, indem sie bestimmte Religionen in den Himmel lobt sozusagen. Es gilt um eine Beschreibung dessen, was vorzufinden ist, eben in einer Vielzahl von Dimensionen, um dem Phänomen dessen, was wir hier im Beispiel des Tanzes anschauen, der Religion gerecht zu werden. Ganz besonders ist es wichtig, dass wir auch Fragen haben auf die Antworten, die uns die Gesellschaft stellt. Eine berühmte Frage momentan ist die, was machen, wenn Religionen oder religiöse Splittergruppen zur Gewalt neigen? Führen wir doch diese Frage über auf den Tanz. Manche Tänze kommen tatsächlich aus einer Kampfsport aus, Capoeira zum Beispiel. Andere Tänze kommen eher aus den Künsten, aus den Darstellungen der Religion oder sogar der Meditation. Wir könnten sogar das Qigong als eine Form des Tanzes bezeichnen. Das heißt, Religion hat unendlich viele Dimensionen. Der Marsch der Soldaten ist in gewisser Weise ein Tanz auf eine Melodie, genauso wie das Wiegen der Sufis oder das Meditieren der Zen-Meditierenden in der Stille auch. Das Sitzen in Stille ist sozusagen ein stiller Tanz in der Umgebung, ein Tanz mit dem Rhythmus des Atmens. Und Sie sehen, in dem Maße, wie weit dieses Bild geht und uns hilft, sehen wir, es gibt nicht die eine oder die andere Dimension, es gibt nur viele Beschreibungen, aber wir müssen als Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler aufpassen, dass unsere Beschreibungen hilfreich für die Gesellschaft sind. Deswegen bin ich tatsächlich ein Verfechter einer angewandten Religionswissenschaft, die sich nicht scheut, mit den Ergebnissen in die Praxis zu gehen und dort Dinge auch auszuprobieren und dann natürlich aber auch ein Komma zu setzen und zu sagen, bis hierher war es akademische Reflexion und jetzt ist es ein Versuch, was man damit in der Praxis machen kann. Bei aller Theoretisierung der Religion ist es, glaube ich, auch immer wieder wichtig, aus dem akademischen Reflektieren hinauszugehen und zu versuchen, die Perspektive auf den Tanz zu gewinnen, die er ursprünglich vielleicht haben wollte. Das ist schon ein bisschen unvorsichtig von mir, das zu sagen, nämlich einfach in den Tanz zu gehen, mitzutanzen, mitzuschauen. Es ist auch wichtig für den Religionswissenschaftler, mitgetragen zu werden von dem, was Religion bietet. Da möchte ich nicht sagen, dass wir ein religiöses Gefühl haben müssen als Religionswissenschaftler. Andere Kollegen haben das behauptet und wurden sträflich dafür im Laufe der Reflexionsgeschichte bestraft. Allerdings ist es auch nicht verboten, es zu haben. Beides ist wichtig. Doch die eigene innere Haltung zu dem, was da kulturell passiert, ist eben auch Teil Kultur, wie unsere ganzen Einstellungen auch Teil unserer eigenen Lebenskultur sind, unserer persönlichen Kultur. Auch dieser Aspekt ist wichtig, er kann und darf verbalisiert werden und er ist auch wichtig, damit wir den Bezug zum Feld und auch die Achtung vor dem Feld nicht verlieren. Denn als Religionswissenschaftler untersuchen wir Menschen. Wir untersuchen das, was ihnen am allerwichtigsten ist in ihrem Leben, dass es ihnen Sinn gibt, Harmonie gibt und deswegen müssen wir selbst auch immer wieder auf das
uns zurückziehen für was der Tanz vielleicht ursprünglich gedacht ist, fürs Tanzen und fürs Schauen. Und so komme ich abschließend zu den vier Dimensionen, von denen ich anfangs gesprochen habe. Und ich glaube, das Bild des Tanzes zeigt uns, dass die Harmonie etwas ist, was sehr, sehr oft in der Religion auftauchen kann. Es geht um die Harmonie zwischen Vorstellungen letzter Wirklichkeit und der Realita. Es geht um die Harmonie von Riten, Verpflichtungen und einzelnen Lebensumständen. Es geht um die Harmonie von Texten und deren Ansprüche zu bestimmten Problemstellungen der Gegenwart, der Wirklichkeit, die eventuell in den Texten, beispielsweise des Koran, der Bibel, anderer Texte nicht bedacht wurden damals. Es geht um Formen der Praxis, der meditativen, der rituellen Praxis, die Menschen verändert, die sie oft in eine harmonische Balance wiederbringen. Und diese Harmonie müssen wir Religionswissenschaftler erfassen können. Es ist nicht einfach, wenn wir diese Harmonie von einer bestimmten Religion selbst erleben, kommen wir vielleicht nur ins Schwärmen und niemand nimmt uns ab, dass wir reflektiv wirklich darüber sprechen können. Haben wir keinen Bezug oder wenig Bezug zu der Art von religiösem Tanz, den wir untersuchen, dann sehen wir vielleicht nicht die Harmonie, die alle erleben, die da mitmachen. Oft hilft man sich mittels Interviews, mittels Feldbeobachtungen, Videoaufzeichnungen, um eine Harmonie erfassen zu können. Natürlich ist Harmonie auch etwas, das selbst in den besten Texten nur in einem Abklatsch dargestellt werden kann. Und auch in diesem Respekt, glaube ich, sollten wir Religionswissenschaftler an die Produktion von dem, was dann später als Harmonie empfunden wird, von denen die teilhaben, Acht haben. Das Zweite, und es hängt eng mit der Harmonie zusammen, ist sozusagen vielleicht ein Gegenstück dazu, ist die Ekstase. Viele religiöse Formen verleiten zu einer Form des Tanzes, die aus dem Alltag explosiv herausbrechen wollen. Ein anderes Erleben, ein ganz besonderes Erleben, das besondere Unterbrechen dessen, was wir kennen. Unterbrechung, eine sehr, sehr alte und wunderschöne Beschreibung von Religion. Doch es trifft nur einen Teil, die Ekstase ist nicht für immer, nicht nur in der Episode Jesus auf dem Berg und er wurde verklärt, ist das so festgehalten, sondern natürlich auch in vielen, vielen anderen Punkten. Und trotzdem, Ekstase hat in sehr, sehr vielen Religionen einen Platz, es wird aber gleichzeitig auch von ihr gewarnt, sie wird nahe zur Leidenschaft gesehen, die Leidenschaften sind immer eine Sache, die in vielen Religionen mit Vorsicht genossen wird. Und deswegen ist es besonders wichtig auch, dass wir uns diesen Formen von Ekstase im Tanz annähern und versuchen, sie gut zu erfassen. Jeder Tanz schafft eine Ordnung, die damit zusammenhängt, dass ein Rhythmus fabriziert wird. Und selbst bei einem, wie es in manchen modernen Tänzen geschieht, absichtlichen Brechung des Rhythmus, es ist auch dies ein neuer Versuch, der alten Ordnung zu widerstehen, um in eine neue Ordnung zu kommen. Ordnungen sind deswegen besonders wichtig, weil sie Gesellschaft und Harmonie zusammenbringen, aber eben auch oft Ekstase verhindern, manchmal auch ermöglichen, je nachdem, wie groß die Gruppen sind und was genau geschieht. Allerdings hat Ordnung und damit auch der Tanz der Religion immer wieder mit Macht zu tun. Das ist vielleicht etwas, was in Star Wars ganz besonders gut gelungen ist, die erste Ordnung und die Macht zusammenzubringen, um zu sehen, um zu zeigen, wie eine Ordnung immer auch jemanden unterordnet. Das geschieht immer auch in Religionen, dort werden Hierarchien aufgestellt, es werden oft Stufenleitern erstellt, es werden individuelle Wegstrukturen genauso wie religiöse Bezüge in der Gesellschaft, die Stände werden geordnet, Menschen werden geordnet. Diese Ordnungen zu verstehen, mag einerseits natürlich Aufgabe der Soziologie sein und damit der Religionssoziologie im Besonderen, ist aber natürlich auch notwendig, um jede Form des religiösen Tanzes einordnen zu können. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Die allermeisten Religionen werden für sich in Bezug nehmen, dass sie Sinn vermitteln, Sinn stiften, dass Sinn ermöglicht wird. Das heißt, der Tanz der Religion, den wir untersuchen, lässt Sinn entstehen. Es ist uns
in der Religionswissenschaft nicht möglich, einen solchen Sinn schlicht und ergreifend vorauszusetzen. Das tun die Theologien der verschiedenen Traditionen und das ist notwendig und sinnvoll. Als Religionswissenschaftler beschränken wir uns darauf, die Kultur, die von sich sagt, dass sie durch diese Sinngebung produziert wird, zu lesen, und dann können wir vielleicht Rückschlüsse auf die Art von Sinn erschließen, die in einer bestimmten Religion postuliert wird. Das ist eine andere Dimension, die den Tanz versucht zu beschreiben, wie zum Beispiel die Theologie. Und es verhilft uns deswegen ganz besonders gut dazu, mit ihr in einer sehr kooperativen Art und Weise beide Seiten zu beschreiben, die Innendimension und die Beschreibung der kulturellen Vollzüge, die sich aus einer solchen Beteiligtsein an einem Tanz ergeben. So viel für heute. Ich wünsche Ihnen auch im Online-Studieren den ein oder anderen möglichen Tanz mit Religion. Es ist uns viel, viel weniger möglich, ins Feld zu gehen. Ich hoffe, dass Sie den Respekt nicht verlieren oder dass Sie ihn ganz besonders gewinnen können, wenn Sie bei religiösen Zeremonien dabei sind, ob online oder ob in Realita, ob in Feldarbeiten oder eben auch vielleicht durch gute Lektüre. Versuchen Sie, die Harmonie, die Ekstase, die Ordnung und den Sinn in dem Tanz, den Sie untersuchen, zu entdecken und in vielen Dimensionen zu beschreiben. Dann haben Sie einen Beitrag geleistet. Ich freue mich auf diese Beiträge. Vielen Dank.